Hallo und herzlich willkommen. Seven, The Days Long Gone hieß das Spiel und irgendwann gab es eine Enhanced Edition und die schauen wir uns mal an. Gab es das Original, sag ich mal, also The Days Long Gone und wie gesagt, ich glaube, 2 Jahre später gab es dann diese Enhanced Edition. Und es ist ein Schleich-RPG, wie ihr dem Steckbrief entnehmen konntet. Und es bietet eine komplette Controller-Unterstützung an. Das ist doch cool, oder? Ja, finde ich auch immer ganz angenehm. Ich habe es schon mal angefangen zu spielen. Ich könnte jetzt ein neues Spiel starten. Ich weiß nicht, was passiert. Ich mache mal ein neues Spiel. Es ist nämlich Ewigkeiten her, dass ich es gespielt habe. Also Ewigkeiten ist natürlich immer relativ, ne? So, halte A zum Überspringen, dann machen wir das mal. Also Welt kaputt und wir müssen irgendwie mal klarkommen. So, wo sind wir denn hier? Hauptstadt des Dingskirchenreichs. So, dann geht es los. So, die Quest ist gestartet. Ich kann mich hier langsam bewegen oder auch ein bisschen schneller. Springen kann ich offensichtlich ganz gut. Spurten, das ist ja aber eine schöne Übersetzung für Laufen. Spurten geht auch. Hocken kann ich mich und ich habe mit dem linken einen Sinnesmodus. Um die Kamera im Sinnesmodus zu bewegen, verwende, um die Gegner zu verfolgen, fahre im Sinnesmodus mit dem Cursor über seine Silhouette und drücke richten Button. Okay, also zack, halte ich gedrückt und dann kann ich hier mit der Kamera rumfahren und kann mich hier ein bisschen umgucken. Gute Sache, ansonsten kann ich hier die Kamera drehen. Nutze die Seilrutsche. Das ist doch hier gewiss die Seilrutsche. Da muss ich gewiss einfach. Ach, hier mit X kann ich die verwenden. Zack. Da rutsche ich runter. Die Grafik sieht interessant aus. Oder? So ein bisschen gezeichnet sieht die aus. Okay, ich sage ja gerne offensichtliche Dinge. Also das Spiel scheint komplett in Deutsch zu sein. Komplett ist jetzt gelogen. Die Sprachausgabe ist Englisch, aber die Texte sind komplett in Deutsch. So. Auftrag aktualisiert. Geh mit Vertic zur Leaf Bar oder wie auch immer das ausspricht. Dann spurten wir doch mal dahin. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da ist er. Wir laufen hinterher. Wie rum ist abgelaufen? Also es wirkt für mich so ein bisschen wie ein Tutorial. Taschendiebstahl. So, du kannst von Beginn an fast jeden bestehlen. Das ist auch gut. Bedenke jedoch, dass es sich hierbei um eine illegale Aktion handelt und dass dies Konsequenzen hat. Sollte ich jemand dabei beobachten? Ziel nähern, X gedrückt halten und den rechten Stick verwenden, um die Taschendiebstahlaktion im Tortenmenü auszuwählen. Die Zeit wird angehalten und ein Inventarfenster wird geöffnet, um eine einzelne Y. Gut. Achso, das heißt, ich gehe jetzt hier hin und jetzt muss ich X gedrückt halten und
Ah, da ist es nicht der rechte Stick, sondern der linke Stick, was ich auch besser finde, weil wenn ich die X gedrückt halte und müsste mit dem rechten Stick, wäre es irgendwie doof. So, Taschendiebstahl. Da haben wir hier einen Schlüssel und den können wir doch mal klauen. Und sind zufrieden. So. Öffne das Tor, das zur Baustelle führt. Das ist gewiss dieses hier. Entsperren. Also im Spiel reagieren die Menschen auf deine Aktionen, basierend auf ihrer Kaste, ihrer Affinität dir gegenüber und des Bereichs, in dem du dich befindest. In einem öffentlichen Bereich kannst du dich frei bewegen, ohne jegliche Aufmerksamkeit zu erregen. In einem privaten Bereich wirst du als Eindringling betrachtet und die Wächter werden dich bei Sichtkontakt angreifen. Okay. So, ich habe übrigens mal gelernt, dass ich vielleicht ab und zu mal hier meine Kamera ausmache, damit ihr mal sehen könnt, was sich hinter meinem Kopf verbirgt. Also da gibt es so ein paar Hinweise. Ich kann anscheinend mit dem rechten Button kann ich boxen, mit dem linken Bo blub, mit dem linken Button kann ich boxen. Mit dem linken Trigger kann ich was auch immer machen. Mit Y kann ich auch irgendwas machen. Ach, Y kann ich jetzt hier anscheinend meine Waffen ausrüsten, die ich vielleicht irgendwann mal habe. Ja, spannend, ne? So, gut. Was haben wir hier an Stehlen? Nee, will ich eigentlich gar nicht. So, wir laufen mal weiter. Weil hier beobachtet mich doch einer. Was will er denn von mir? Was ist denn mit denen los? Die finden mich gerade unlustig, oder was? Ich habe, glaube ich, gerade verpennt, was ich eigentlich machen muss. Wahrscheinlich hätte ich ja hinter dem Typen herlaufen müssen, ne? Mal ein bisschen laufen hier. Kartenmarkierung aktualisiert. Oh, hier, wie schick er sich abrollte. Ist ja schon auch so ein bisschen. Wie heißt das Parcours, ne? Target some toff's toy. Well, if it's so simple, because you're the best spotter in the guild, and it's a two-man. Shit, Terrio. This better not be what the guild just says. Ich erinnere mich ein wenig an Thief erinnert. We can pull this off, trust me. I don't trust you though. That's the problem. I know that, but prove it to the guild. With your tiny drink. Kann man hier auch irgendwie ranzoomen? Ja, geht auch. Ich finde diese Grafik schon interessant. Ist cool gemacht. So, was haben wir jetzt hier untersuchen? Oh, hier, das ist aber eine üble Hinrichtung. Ja, tötet ihn, macht ihn alle. Die sind schon ein bisschen aufgepusht, hier die Leute, ne? Alter! Was geht ja ab? Ja, die haben hier durchaus Sinn für Hinrichtungen, ne? So.
Wo muss ich jetzt hin? Um dich bei deiner Mission zu bekleiden. Wo muss ich jetzt hinrennen? Da muss ich hinrennen. Wo ist er denn? So, jetzt. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Fertigkeitschips, um Fertigkeitenfenster zu installieren. Diese Fertigkeitschips dienen als Plattform zur Installation mehrerer aktiver und passiver Fertigkeiten und ihrer jeweiligen Verbesserung. Jeder Fertigkeitschip unterstützt nicht nur verschiedene Methoden, indem er unterschiedliche Anordnungen von aktiven zu installieren. Auf das Fertigkeitenchip-Fenster drückt man eine Fertigkeitschip aus. Ja, ich tu mal so, als hätte ich es verstanden. Es kostet Nektar. Okay. So, hier sehe ich aber meine Ausrüstung, habe also sowas wie ein Inventar. Dann kann ich hier Fertigkeitschips installieren. Aktive Fähigkeit. Was haben wir hier? Chip des Plünderers. Slot auswählen. Chip des Plünderers. Ausrüsten. Ja, dachte ich, hätte ich, oder? Wie, was, wie? Warum gibt nicht? Ach, das ist ausgerüstet oder was? Aha, das ist ausgerüstet. Okay. Und hier haben wir eine Blitzfähigkeit. Okay, habe ich verstanden. Zusammensetzen, keine Ahnung. Kommt später. Hier ist mein Inventar. Da sieht man dann auch, was ich anhabe. Und da habe ich hier schon Waffen. Wieso kann ich die nicht haben, die Waffen? Egal. So, Karte, Tagebuch, Erinnerung, Tutorials. Zack, zack, zack. Gut. Habe ich verstanden. Triff neben dem Krugbauer anwesend und vermeide es, entdeckt zu werden. Dieser Balken da unten, der hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung, dieses Rot und Blau. Sounds good. Let's do this. I assume I... Of course. Look. When have I ever? All right, don't answer that. So, um zu schleichen, drücke B. Dann sind die Schritte leise. Du kannst dich auch schneller bewegen, indem du drückst, während du dich duckst, wobei deine Schritte aus nächster Nähe zu hören sind. Okay, Schleichen in öffentlichen Bereichen ist illegal. Während du dich leise bewegst, ist deine Silhouette dennoch weiterhin zu sehen. Daher ist es ratsam, die Umgebung wie zum Beispiel Büsche, Laubhaufen oder Müllhaufen zu nutzen. Oder sich hinter einer Deckung zu verstecken. Im Sinnesmodus kannst du gute Verstecke finden, die hierbei hervorgehoben werden. So, wie war da nochmal der Sinnesmodus? So war der Sinnesmodus. Da konnte ich jetzt hier gucken. Rot ist wahrscheinlich so. Bleibt man lieber weg. Okay. So, wie sollte ich jetzt hier die Seilrutsche sollte ich nehmen, ne? Wie das hier. So, zack, verwenden und ab geht's. Die wilde Fahrt. So, jetzt ducke ich mich. So, hier stehen zwei grundlegende Angriffsarten zur Verfügung. Basisangriff, bilden eine Kombo, um deinen Wanderer, um einen Spezialangriff auszuführen. Drücke linken Button zum Steigern und Erweitern deine Spezialfähigkeit. Okay. So, B. Das heißt, hier bin ich jetzt quasi unsichtbar. Schaut euch das an. Jetzt kann ich hier gucken. Das erinnert uns doch ein bisschen an Shadow of the Shogun, oder? Und an Kommandos. Jetzt kann ich nämlich gucken, wo schaut der Typ hier eigentlich hin? Und irgendwie konnte ich den doch auch markieren, oder? Kann ich nicht? Kann ich nicht markieren? So, das heißt, ich schleiche mich jetzt hier mal hin. Zack. Zack, zack, zack. Und knock den aus, oder?
So plündern. Polymerspeer, Mantel der Kubala-Waffen, hast du nicht gesehen. Ja, wir wollen alles haben, alles nehmen. Aber das ist cool, das braucht nämlich eine Weile. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich schon auch ein bisschen abwägen, ob sich das alles so lohnt, was ich so mache hier. So, da oben steht auch einer. Der guckt nach da. Ich weiß nicht, was X heißt. Keine Ahnung. Oh, das ist ein, der patrouilliert hier. Bei dem muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, was der hier so macht, ne? Herausforderung schwierig, Vitalität niedrig. Herausforderung schwierig, niedrig. Also die Jungs muss ich wahrscheinlich von hinten erledigen. Oh, das war jetzt aber irgendwie nicht so gut. Ah. Kann ich mich verstecken? Oh, das war nicht so gut. Okay, links ist also mein Lebensbalken, würde ich mal behaupten. Rechts weiß ich noch nicht. Das sind wahrscheinlich so mein Fähigkeitsbalken oder so. So, jetzt muss ich irgendwie so ein bisschen mal. Was ist ein rechter Button? Was kann ich jetzt hier machen? Weiß ich nicht. Ah, jetzt habe ich den markiert. Seht ihr das? Mit dem rechten Button kann ich also diesen Typen hier markieren. Anscheinend mit fortschreitendem. Oh, verdammt, der hat mich schon wieder gesehen hier. So, plündern, alles nehmen. So, da seht ihr, was ich meine, ne? Das ist nämlich, das sollte ich mir nämlich überlegen, was ich da eigentlich mache, ne? Weil ich brauche eine Weile, bis ich das habe hier. So, wir krabbeln mal wieder schnell hier nach oben. Oh, der war aber schnell hinter mir. So, kommt irgendeiner her? Nö. Ja, wir nehmen mal alles hier. Wir haben hier oben, glaube ich, ein bisschen Zeit. Die Sachen kann ich bestimmt auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich so ein. Doch, habe ich. Es ist gerade oben rechts. Ich habe also auch ein Gewichtslimit. Da ist eine Überwachungskamera. Den kann ich aber doch relativ gefahrlos wahrscheinlich einigermaßen killen, wenn ich so hinter den komme. Ja, wo geht denn da jetzt hin? Oh.
Wir verstecken uns hier mal im Gebüsch. Ja, da ein bisschen Nackenschmerzen, der Typ muss ein bisschen den Nacken kreisen, ne? So, dann halten wir den noch mal hier so ein bisschen, wo der gerade hinguckt. So, ab ins Gebüsch. Na komm, dreh dich mal um. So, das brauchen wir wahrscheinlich noch alles so richtig nicht, oder? Ich bin ja schon irgendwie vollgeladen wie sonst was. Jetzt gucken wir doch mal. Sehen wir eigentlich auch anders aus, wenn wir uns anders anziehen? Banditenweste. So einen direkten Vergleich. Diese Ledermantel, der hat... Ah, doch, ich habe einen Vergleich. Also die Banditenweste ist schlechter. Interpretiere ich mal so. Ja, dann habe ich das mal richtig interpretiert. Was haben wir jetzt noch? Wir haben hier Handschuhe. Meine gewöhnlichen Handschuhe sind aber... Ohne jedoch wie... Ach, ich nehme sie mal. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Hose. Da ist aber meine gewöhnliche Hose ist irgendwie besser. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist die... Unten das Symbol. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wie viel der hast du nicht gesehen? Habe ich eigentlich auch eine Haube? Irgendwie? Helm. So, dann sehe ich so aus. Dann haben wir Polymerdolche. Wir haben Polymerschwert und Dolch. Oh, das gefällt uns doch, oder? Ja, das gefällt uns. Und was haben wir hier? Wir haben eine Armbrust. Wir hätten aber auch eine Metallarmbrust. Die macht mehr Wumms. Die zielt aber nicht so genau. Nehmen wir trotzdem mal. Ob ich jetzt auch einfach mal hier hinlatschen kann, weil ich sehe doch jetzt genau aus wie die. Meint ihr, das geht? Meint ihr, das klappt, wenn ich jetzt hier so hingehe? Dass die denken, ich wäre einer von denen? Komm, wir machen das mal. Ja, Tatsache, ne? Es gibt keinen Alarm. Doch, es gibt sowas ähnliches wie einen Alarm. Aber die Wache, also die Kamera stört sich nicht dran. Na komm her, komm, 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 komm. Oh, hier muss ich aber ganz schön einstecken. So mit meinen Dolchen, das war irgendwie fast cooler, oder? Was hat er hier Schönes? Oh, hier, der hat eine Axt. Die will ich. Ansonsten will ich bestimmt noch eine Zwiebel. Wer weiß, für was es gut ist.
So, langsam bekommt man auch ein bisschen Flow hier rein in diese Kampfgeschichten. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht, ob ich parieren kann oder so. So, mal gucken, ob das Ding jetzt hier irgendwie Alarm schlägt. Tut es aber, glaube ich, nicht. Spielen. Stehen ist immer gut. Benzin, Harmonika, kaputte Armbanduhr. Komm her damit. Radiobauteile. Was gibt's hier? Geröll. Warum mal gewiss nett, oder? Das ist bestimmt gut. Das ist gut. Das ist nur Geröll. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich müsste mich zu jedem Ding, das du findest, ausfragen. Okay, das gibt anscheinend dann alles irgendwie verschiedene Materialien in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Farben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Den haben wir hier. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Irgendwie müssen wir nach da, ne? Was war das gerade? Huch, was passiert jetzt? Da oben liegt doch mein Kollege irgendwie auf der Lauer. Gut. So. Biometrische Dingskirchen. So, schaltet die Sicherheitssysteme ab. Ach, das ist jetzt hier. Was geht denn jetzt ab hier? Wieso hatten der hier so einen Kranz um sich? Ach, wenn ich von hinten, dann mache ich mächtig Aua, habe ich so den Eindruck. Aber ich überlege gerade, wo ich verpennt habe, hier hinzukommen, weil irgendwie sieht es gerade nicht so gut für mich aus. Huch, wo laufe ich denn hin? Wo laufe ich denn hin? Kann ich eigentlich auch mit der. Was ist denn hier X entwaffnen? Hä? Das habe ich gerade nicht kapiert, was dieses Entwaffnen war. Der lebt ja noch. Der verflixt. Ah, verflixt. Der war nicht richtig tot. Ich dachte, der wäre ja hinüber. Der wäre verblutet oder so. Wo geht's wieder los? Und dort geht es wieder los. So, ich soll also das Sicherheitssystem abschalten. Ach, X ist. Ah, da kann ich die Zeit nach vorne laufen lassen. Jetzt habe ich es kapiert. Ah, hätte man drauf kommen können, ne? Aber ich weiß noch nicht so richtig, was das hier mit der. Na? Mit dieser besonderen Sinneswahrnehmung ist. Der läuft doch hoffentlich nicht da oben lang. Doch, der läuft da oben lang. Dann laufen wir mal über die Hecke und verstecken uns im Gebüsch.
Ich würde mir manchmal auch wünschen, so ein bisschen den Kamerawinkel verändern zu können, damit man auch ein bisschen weiter gucken kann. Was soll ich jetzt machen? Oh fuck. Oh fuck. Das war jetzt nicht so gut. Mal schnell hier einfach nach oben klettern. So. Jetzt lasse ich die mal kommen und dann kann ich die bestimmt hier einfach runterschubsen. So habe ich mir das vorgestellt. Oh nein, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Oh nein, wie dämlich. Ich wollte doch nicht hinterherfallen. Weiter geht's. Gut. So. Also los. Wir springen jetzt mal hier, zack, ins Gebüsch. So, jetzt sagt der Typ doch gleich, er wird irgendwas auslösen, ne? Ups. Ich will den Typen gerne meucheln. Das hat aber die ganze Zeit schon nicht gut funktioniert. Okay, das war jetzt die Ablenkung. Die Typen laufen da jetzt alle irgendwie lang. Und ich kann mich jetzt hier hochschleichen, oder? Wahrscheinlich. Wo soll ich denn die Ablenkung überhaupt aus? Ja, das war schon wichtig, hier hochklettern. Das war schon der richtige Ansatz. So, wie geht denn jetzt weiter hier? Hätte ich da jetzt irgendwie reinklettern müssen? Betreten, ah ja. Zack. Gut, sind wir drin. So kann ich den hier von oben abrücken. So, ist das ein Screed-mäßig? Nee, kann ich glaube ich nicht. Ich kann aber bestimmt hier nach unten und dann kill ich ihn noch ein bisschen. So, hat er was Cooles? Ja, hat er. Ein Schlüssel. So, den Rest brauche ich ja eigentlich nicht. Das heißt, ich habe jetzt einen Schlüssel. Jetzt kann ich hier gehen und kann hier irgendein Sicherheitssystem ausschalten. Geht einfach mal was. Eine Schlüsselkarte ist auch gut. So, wie kann ich denn jetzt das Sicherheitssystem hier ausschalten? Wie wird das denn jetzt gehen? Schalte die Sicherheitssysteme. Spritzen, immer gut. Metalldietrich kann man bestimmt auch gebrauchen. Ich muss hier so ein bisschen aufs Gewicht achten, nicht, dass ich hier gleich viel zu viel mit einer Rumschleppe. Wie könnte ich denn jetzt hier das Sicherheitssystem ausschalten? Ist das überhaupt das Sicherheitssystem? Was habe ich verpasst? Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Wie ist doch das Sicherheitssystem, was ich ausschalten soll, oder? Was ist das? Das ist irgendeine Falle, die ich aufstelle. Ah, verstehe.
Eine Blitzfalle, okay. Das ist Y. Y ist jetzt hier. Was macht das? Ach, da kann ich meine Waffen ausrüsten. Okay. Und okay, hier rechts und linker Button ist hier die Waffe. Was auch immer. Stehen. Achso, das war das. Ich weiß nicht, wie ich das Sicherheitssystem ausschalten soll. Habe ich, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier verpennt? Visum Zoom, okay. Wie Kategoriefelder, Angriffe, Dietriche, Aufmerksamkeitsstatus, Alchemiestation. Ha! Was nun? Der hat doch irgendwas erzählt, ich soll irgendwie hier und dann. Ach, guck mal da. Da ist doch irgendwas mit dem Kabel. Da muss ich doch bloß hingehen, zu diesem Ding da. Ah, Hacking, okay. Um einen Schalter erfolgreich zu hacken, musst du eine Herausforderung abschließen. Bei einer der Herausforderungen hast du eine begrenzte Anzahl an Versuchen, um die richtige Zahlenkombination anzugeben. Musst du mit deinem Rechteck auf die andere Seite des Bildschirms gelangen, ohne dabei die roten und schwarzen Rechtecke zu berühren. Die Zeit während der Herausforderung angehalten, doch wenn du eine Aktion durchführst, wie zum Beispiel das Ändern einer Zahl in einer Kombination, wird dein Rechteck bewegt, würde die Zeit weiterlaufen, wodurch du von jemandem beobachtet werden kannst. Habe ich, glaube ich, verstanden. So, was soll ich jetzt machen? Offensichtlich habe ich nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Hallo, ich wollte jetzt mal hier Tutorial. Ach, aha. Und da muss ich nach rechts rüberkommen oder was? Und muss wahrscheinlich immer hier, darf wahrscheinlich nicht über die Boden drüber. So wie jetzt. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Ah, okay. So, betritt das Krugbauer-Anwesen. Okay. Mache ich doch mal. So, das heißt, ich muss jetzt hier aber erstmal wieder irgendwie rauskommen, ne? Wie komme ich denn hier raus? Indem ich hier mal nach oben klettere. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier schon auch irgendwie. Upsala. Wie werde ich denn hier rauskommen? Gesperrt halten für mehr. Bohren, entsperren. Ach, so einfach ist das. Okay, das ist alles, was er hat. Das heißt, ich laufe jetzt mal irgendwie ganz schnell und gucke mal, ob ich irgendwie zu diesem Anwesen komme. Und ihn hier bringe ich einfach um. Mit links kann ich irgendwie parieren oder was? Na komm, jetzt habe ich es doch gleich. Ach, verflixt, ey. Ah!
Da hätte ich so beinahe gehabt. Gut. Entsperren. Zack. Da oben waren noch irgendwie so ein paar Kabel. Vielleicht komme ich über die übers Dach ein bisschen geschmeidiger. Ja, nicht wirklich, ne? Aber die sind mir jetzt gar nicht weggelaufen. Die waren auch eben alle weg. Wie sie sind denn alle da? Wie sie sind denn jetzt alle da? Und wieso habe ich so wenig Leben? Weil ich vom Dach gefallen bin wahrscheinlich. Vielleicht hier mal lieber so von Busch zu Busch laufen. Oh, das ist aber auch ein bisschen nervig, dass wenn ich mich bewege, er dann rollt, wenn ich B drücke und nicht in die Hocke geht. Das war wiederum ganz schön dämlich von mir, dass ich nicht einfach da geblieben bin. So, wie dem auch sei. Regeneriert sich mein Lebensbalken eigentlich auch? Ich glaube schon, ne? Gut, ich soll also in diese komische Villa rein. Zack, 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 zack. Oh. Das ist aber viel Dach. Wie komme ich da jetzt rein? Durch diese Tür wahrscheinlich. Und dann kann ich doch hier ins Gebüsch gehen. Und dann komme ich doch da rein. So, was haben wir denn? Suche nach dem Cypher. Okay, mache ich. Ich suche nach dem Cypher. Wo ist der Cypher? Was ist denn da im Käfig eigentlich drin? Da ist eine riesen Spinne in dem Käfig. Wenn ich die da rauslasse. Ist doch bestimmt Stimmung in der Bude hier, oder? Da laufen natürlich auch ein Haufen Wachen rum. Außerdem können die Spinnen mit ihr selber angreifen. Was ja jetzt auch nicht ganz so gut wäre, ne? So, wir müssen also hier irgendwie mal so ein bisschen. Genau, springen einfach mal da drüber. So, jetzt sind wir also hier im Gebüsch. Leben die Biester oder sind die ausgestopft? Okay. Was ist denn hier eigentlich der Cypher? Da reingehen ist so eine Sache, oder? Man ist schon immer so ein bisschen so Assassin's Creed, wenn man sich verleitet, dass man einfach mal irgendwie so einen Typen ins Gebüsch zieht und killt, ne? Notiz lesen. Er hegt immer eine Liebe für die Spinnen. Okay. Da sind wahrscheinlich ganz viele Spinnen drin. Aber nicht unbedingt ein Cypher. Nicht unbedingt sowas wie ein Cypher. Was auch immer ein Cypher ist. So, mal schnell hinschleichen, bevor ein Wache kommt. Bevor ein Wache kommt, eine Wache kommt, heißt es wahrscheinlich eher genauer. So, dann schleichen wir uns mal hier vorbei. In das Gebüsch.
Wir könnten da jetzt irgendwie rumschleichen, aber. Oh, da wird aber jemand aufmerksam. Da muss ich mich mal schnell hier ins Gebüsch schleichen. So, er hat mich nicht gesehen. Gut. Können wir nochmal jedem Spaß machen? Können wir einen Spaß machen? Ich glaube, wir können keinen Spaß machen. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich hin muss, ne? Oh, das ist doof. Oh, der hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht wirklich, wo ich hin muss. Hier auf jeden Fall nicht. Oh, das war jetzt doof. Das war jetzt echt doof. Ich dachte, ich hätte da hochspringen können. Also ich bin noch ein bisschen unglücklich mit dem Kamerawinkel, dass man den nicht irgendwie, dass man den nicht so verändern kann. Das hätte ich irgendwie cool gefunden, aber vielleicht gibt es das ja. Wenn wir mal hier gucken. Gamepad-Belegung. Wurden springen, Hacken ausweichen, Interaktion, Gebrauchsgegenstand verwenden, Angriff. Sekundärangriff, Sinnesmodus, Hardlock. Preismenü öffnen. Ja, nee, ne, da ist jetzt so. Da ist jetzt so nicht so wirklich, ne? Dann können wir hier irgendwas machen. Nee, das wäre ja auch komisch, weil es eben Optionen einstellen müsste. So, wo werde ich denn lang müssen? Wahrscheinlich doch noch mal hier hoch, ne? Vielleicht auch noch da ein bisschen laufen. So, wo geht der jetzt hin? Der geht in die Richtung. Ja, wo springst denn du lang? Krabbel da hoch. So, und jetzt hurtig hier mal ins Gebüsch. Ach komm, hier direkt hochlaufen. Jo, oh. Hoffentlich läuft der nicht die Treppe runter. Der hat mich jetzt aber auch nicht gesehen, ne? Hier so eine Waffenausstellung. Ich hätte mir jetzt hier auch so einen kleinen Tipp noch irgendwie gewünscht, wo in etwa ich jetzt eigentlich hinlaufen muss. Aber es wäre ja auch zu einfach, ne? Da stehen schon ganz wilde Dinge rum irgendwie, ne? So, mal gucken. Da können wir noch mal reingehen. Ah, da tut sich was. Ein Geheimzugang könnte es geben. Sehr gut. So, Sinnesmodus. Entdeckung. Kann ich jetzt da hingehen oder irgendwas machen? Untersuchen. Okay. So, das heißt, ich kann jetzt hier noch ein bisschen so rumgucken. Da habe ich was. Und hier bin ich anscheinend auch relativ ungestört, weil hier keine Wachen reinkommen. Okay. Ja, cool.
Dann gehen wir doch mal hier runter. Das ist der da in der Mitte, oder? Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie relativ geschmeidig so im Dunkeln fischen. So quasi. Und jetzt? Wieso kann ich den denn jetzt hier nicht klauen? Da oben hängt eine hässliche Spinne übrigens, ne? Seht ihr die auch? Ja. Ja, aber hier, das ist doch dieser Cypher, oder? Was ist daneben für ein Fragezeichen? Da muss ich wahrscheinlich jetzt erst hin und muss da irgendwie so den Alarm ausschalten, oder? Sehen die mich jetzt eigentlich? Ach, guck mal hier, ich hinterlasse Fußspuren. Das ist ja unglücklich. Hä? Ich verstehe gerade so ein bisschen die. Halt, stopp! Verwenden. Ah, okay, die Geschichte wieder. T-t-t-t-t-t. T-t-t. Oh, das ist doch Mist. Ah, oh, wie dämlich, ey. Yay, juhu. So, das heißt, ich habe die Sicherheitskameras ausgeschaltet und jetzt kann ich dieses Teil hier klauen oder was? Untersuchen. Wir überspringen das mal wieder, ne? Auch wenn man beim Überspringen wichtige Story-Elemente verpasst, was man nicht machen sollte. Offensichtlich bin ich jetzt irgendwie gefangen worden, nehme ich mal. Und bin jetzt in diesem Schiff. Offensichtlich, ja. Im kaiserlichen Zeppelin. Du hast den Test bestanden, also habe ich Besitz von dir genommen. Cipher and survive the bonding process. That ah ja. Emperor Drugen. Oh, you're kidding, right? We're traveling to the prison island of. Oh, fantastic. Of course. Ja, cool. So, ich bin also jetzt erstmal eingekerkert und fliege zu einer Gefängnisinsel. Ich überspring's trotzdem mal. Gemeine Bürger werden die Wachen um Hilfe rufen. Das ist ja wirklich gemein. So, wie geht's jetzt weiter? Die berüchtigte Gefängnisinsel. Na, großartig. Wenn der Auftrag erledigt ist, kannst du P verlassen. Das ist weiter. Mein Herz blutet für dich.
So, betritt das Ankunftsterminal. Da bin ich offensichtlich derjenige hier. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal hier langlaufen. So sehe ich also jetzt aus. Na super. Näher dich im Bereich um den Pille einnehmen. Immer rein damit. Okay. Okay. Gefangene, die versuchen zu fliehen, werden erschossen. Geh weiter zur Dekontaminierungszone. Das macht er jetzt aber irgendwie auch alleine. Er zieht das hier an. Netzwerkwerkzeug, okay. So, Dekontaminierungskammer, wo ist die? Wahrscheinlich dem Fall nach, ne? Wie durch die Kammer. Oh. Vorgang abgeschlossen. Alles immer nett, können tödlich sein und ich stehe hier mittendrin. Super. So, verlasse die Dekontaminierungskammer. Was gibt's hier Schönes? Ein Stück ja weiter, nehmen wir mal alles. So, gehen wir mal hier raus. Erreiche das Tor. Erreiche das Tor. Freundlicher Richter. Shit. As Luma is in lockdown, access will be just because you're in my head, Damon. My contact is a man. My understanding is that he was last seen dispersed. We must pass through Luma. All right. We wait. Great plan. In that case, remarkable. You're a possessed prisoner on a hostile island, and yet you can sleep. Du bist ein Besessener, Gefangener von den feindlichen Inseln und kannst trotzdem schlafen. Ja, dann lege ich mich einfach mal hin und schlafe, ne? Ich bin ja schon echt irgendwie tiefenentspannt. Okay, heruntergekommener Haufen von Schlägern, Aristokraten. Warte, ich habe Fragen. Who exactly is you? I've already explained. Oh, sorry. My contact. He was time. That's it. Well, ja, komm, gehen wir. But remember, we need to find Savash as soon as you flatter me, Damon. So, sprich mit den Händlern, Reise nach Mordflopf.
So, und jetzt können wir anscheinend hier verschiedene Quests annehmen, wenn ich das richtig sehe. Es gibt hier verschiedene Händler. Ich will nicht gerne mit ihm reden. Ich hasse diesen. Ja, ich will doch einfach mit dir reden. Du hast doch ein Fragezeichen im Kopf. Das heißt doch, du willst eigentlich auch mit mir reden. Eigentlich willst du das doch. Ich glaube einfach mal alles, wenn du daneben stehst. So, sprechen wir jetzt? Nein, wir sprechen immer noch nicht. Na gut, dann. Ich soll mit den Händlern reden, war irgendwie, glaube ich, so das. Das der große Auftrag. So, dann sprechen wir mal mit dem Händler. Gut, so. Jetzt ist es mal gut. Speichern. Hauptmenü. So. Seven. Enhanced Edition. Es hat mir schon sehr gut gefallen. Ein paar Dinge haben mir nicht ganz so gut gefallen. Das war dass ich den Kamerawinkel nicht verändern konnte. Den fand ich manchmal ein bisschen so zu unpassend, ja. Das andere war, dass er manchmal sehr langsam auch durch die Gegend geht. Also wenn man irgendwie läuft, geht er schon sehr langsam. Ansonsten hat es mir gut gefallen. Also auch die Steuerung funktioniert ziemlich gut. Das Kämpfen hat auch Spaß gemacht. Und es stellt sich durchaus auch schon so ein bisschen den Willen ein, dass man so ein bisschen rumläuft und bessere Ausrüstung etc. sucht und die Geschichte hier verfolgt. Das macht mir schon Spaß. Also auch die Grafik, ich finde die Grafik in diesem Stil, ich glaube, es heißt Cell Shading, ich bin mir nicht ganz sicher. Finde ich immer ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es eigentlich sehr schön gemacht. Und von daher würde ich mal sagen, es gibt die vier Fähnchen, keine fünf Fähnchen, weil so der letzte Kniff bei mir dann doch noch ein bisschen gefehlt hat. Also wie gesagt, dafür fand ich es manchmal so ein bisschen schnarchig. Dafür hat es mich geärgert, wenn man in die Hocke gehen will, aber den Stick bewegt, dann rollt man halt. Klar, das ist natürlich ein Kompromiss an die Anzahl der Knöpfe auf dem Gamepad. Aber das hat mich zum Teil schon auch ein bisschen gestört. Ansonsten ein schönes, rundes Spiel, was ich denke ich auch tatsächlich weiterspielen werde. Weil es macht mir Spaß. Jetzt hier so ein bisschen so Missionen wie sprich mit dem, sprich mit dem, sprich mit dem, klapper alles ab, finde ich dann auch manchmal ein bisschen müßig. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Schönes Spiel, gefällt mir. Ihr wisst Bescheid. Macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.